Heute wollten wir es wissen, lässt sich mit dem Gasgrill ein schön geräucherter Schweinebraten zaubern? Alles, was wir dafür brauchen, ca. 2,5 Kilo Schweinebraten, ein bisschen Bier, eine wunderbare Rub und Hickory-Räucherchips, die wir zunächst im Bier einweichen. Im Anschluss, solange die Chips einweichen, streichen wir den Schweinebraten mit der Hickory Smoke Rub richtig schön ein. Natürlich von allen Seiten und ja, richtig dick und ausreichend. Das überschüssige Bier vom Einweichen der Chips schütten wir nicht weg, sondern nutzen es, um in der Aluschale mit auf den Grill zu gehen. Links unser fertig vorbereiteter Braten. Die Chips sind inzwischen schön durchgeweicht. Und das Restbier nehmen wir gleich noch mit in die Aluschale, damit es im Grill schön feucht heiß wird. Und hier sind wir schon am Grill. Wir bereiten die Räucherschale vor. Die ganzen Chips kommen also in die Räucherschale. Die Räucherschale anschließend auf die Flavorizer Bars. Und die Grillroste ordnen wir verkehrt herum an, weil wir nur indirekt grillen wollen und praktisch rechts nun unseren Aufbau für das Fleisch machen. Unten die Schale mit dem Bier, oben mein Bratkorb und da kommt jetzt das schöne Stück Schweinenacken hinein. Ja, den Sensor für die Kerntemperatur nicht vergessen und dann kann es auch schon losgehen. Alle indirekten Brenner auf Maximum und schon räuchert die Räucherbox lecker vor sich hin. Das ganze Gerät dampft und ja, selbst die Nachbarn haben sich gefreut. 2 Stunden später, erster Blick in den Garraum. Die Räucherbox räuchert nicht mehr, aber unser Schweinebraten sieht ganz hervorragend aus. So kann er direkt in die Alufolie, um nochmal in Ruhe auf Kerntemperatur zu kommen. Das Thermometer lassen wir drin und nehmen den Braten jetzt, so wie er ist, eingeschlagen mit in die Küche. Dort angekommen, haben wir ihn noch 10 Minuten ruhen lassen, sind jetzt bei knapp 80 Grad Kerntemperatur. Und jetzt schneiden wir das schöne Stück an. Zunächst mal das Kerntemperaturmessgerät heraus. Und jetzt schauen wir mal nach, wie er geworden ist. Ein Traum und ein Duft. Ich kann es euch sagen, die ganze Küche hat geduftet. Und so sah das Ganze dann zum Abendessen aus. Leckerer Karottensalat, Kartoffelsalat von Mama und unser Schweinenacken.